Hallo Freunde des gepflegten Point-and-Click-Wahnsinns, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei mir und Baphomets Fluch 1 im Director's Cut. Ich bin immer noch am Rätseln, wie ich dem guten Clown bzw. dem Jongleur denn hier meine Clownsnase unterjubeln kann. Ich gehe vielleicht einfach nur durch... Packchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Vielleicht kann ich ihm einfach... Was denn jetzt? Jetzt ist das hier. Ich will ihm aber trotzdem mal in die Clownsnase. Ich will ihm... Irgendwie muss ich ihm doch... Ich dachte, durch Beharrlichkeit könnte ich ihm vielleicht... Wenn ich ihn einfach des Öfteren anspreche, dann... Sagt Ihnen diese Schminke irgendwas? Erst eine rote Nase, jetzt Schminke? Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch ein Clown sind? Relativ. Ja, also. Die Idee lenkt mich erneut ab. Tanz, 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 Stürz, Platsch. Nee, schon wieder weg. Was? Vielleicht doch. Ich probier's einfach nochmal. Au revoir, Monsieur. Ja, ja, au revoir. Tagchen. Ui, was wollen... Was haben wir jetzt? Oh, jetzt haben wir gar nichts. Bis später. Au revoir, Monsieur. Okay, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe nicht die Minde... Der Jongleur war wirklich gut. Was ich nicht verstehe ist, warum steckt er... Vielleicht mag er es an. Sich wie ein Pferdearsch. Wie bekomme ich denn den... Verdammte Axt. Tagchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Schauen Sie mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind... Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besser... Einen Moment lang tanzt eine... Ja, doch, ja, das in fällt in den Gulli. Ja, bis hallo? Später. Ich will da ja sowieso hin, Monsieur. Aber... Ich glaube nicht, dass ich da so vor allen Leuten... Außerdem ist der Polizist immer noch da. Hey, Sie, was haben Sie da zu suchen? Sag ich doch. Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg. Und das Schild da hinten komme ich gar nicht mehr ran. Hat immer noch hier irgendwas zu sagen. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Nö. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Du auch no, schon damit an. Obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Ah. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere? Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Jetzt? Ja, vollkommen richtig. Jetzt habe ich es verstanden. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Muss die Nase... Aber wie kann ich die anziehen? Wie kann ich denn die Nase anziehen? Die Nase ist hohl. Auf der Innenseite eine knallrote Plastiknase. Das aufgeweicht... vielleicht doch nicht. Wie kann ich denn die Clownsnase jetzt an... Vielleicht kann ich jetzt nochmal... Moment. Tagchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Klang ja so, als würde ich, wenn ich die Clownsnase denn jetzt anziehe und dann schlecht jongliere... Ich möchte bitte nochmal versuchen, ah. Die jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Ja. Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Erlauben Sie mir es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Tja. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Applaus. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Vorsicht, mit Pantomime ist nicht zu spaßen in dem Spiel hier. Und geht wutschnaubend fort. Mm. Oh. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen. Hey!
Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm. Langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Ach. Und schon ist er weg. Und schon komme ich auch da unten rein. So wie es ursprünglich angedacht war, von mir. Ich habe nicht die mindeste Lust. Ja, es ist interessant, dass das Publikum sowieso immer noch da ist. Weil es ist ja eigentlich nichts, passiert ja hier nichts mehr. Außer, naja. Jetzt können Sie die Pariser Kanalisation können Sie jetzt nochmal begutachten. Wenn ich tiefer in diese Katakomben eindringen will, dann über diesen Pfad. Wenn das diesseitige Ende nicht abgebröckelt wäre, hätte ich leicht rüberspringen können. Stell dich nicht so an wie ein Mädchen. Du Pussy. Gibt's ja gar nicht. Kaum unten angekommen, fände ich wieder rumzuflennen. Oh. Oh. Okay, hier gibt's einiges zu gucken. Gut, gehen wir erstmal rüber. Gehen wir erst einmal rüber. Schauen wir erstmal, was wir hier haben. Wo kommen wir denn da hin? Oh. Nee, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ja, alles schön der Reihe nach. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Was ist hier vorne eigentlich? Gar nichts. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Aha. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Ja. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Aha. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Hier unten? Okay. Ein komisches kleines Boot ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Ah. Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Naja, die hatte ich ja angeklickt. Mal schauen, was passiert. Ach, okay. Das heißt dann, ich kann jetzt bestimmt... Der Haken ruht auf der Kette. Vielleicht... Naja, das hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. Wie kann ich denn... Wenn ich jetzt nochmal dran kurbel, dann drehe ich es bestimmt nur wieder rein. Ja, okay. Ich gehe mal schwer davon aus. Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Echt? Das funktioniert sogar. Cool. Hey, das klingt hohl. Ich habe ein Loch in eine historische Fundstätte gemacht. Applaus. Wenn jetzt zufällig irgendwelche Archäologen vorbeikämen, dann würden sie mich dafür lynchen. Ja. In der Wand ist ein Geheimmechanismus versteckt. Mit einem Hebel in der Mitte. Weit laufen müssten sie ja nicht. Ist ja hier Stand der Galgen oder so. Habe ich hier gerade gelesen, oder? War da nicht was? Und ab die Post. Die Geheimtür klemmt. Ich passe nicht durch den Spalt. Ich bin zu fett. Das kann man auch. Naja, es war doch eigentlich freundlich. Ich habe es jetzt unfreundlich gesagt. Bestimmt hier mit irgendwas. Irgendwas muss ja hier, diese komische Seilwinde muss ja irgendeine, muss ja eine Bewandtnis damit haben. Ach, guck mal. Schon kann ich sie anpacken. Und, okay, alles klar. Der macht schon automatisch. Und natürlich dann auch wieder reinholen. Logisch. Mhm. Eine physikalisch etwas fragwürdige Aktion. Aber wenn es denn funktioniert hat, mir soll es recht sein. Oh. Oh, okay. Nee, lass erst jetzt mal... Was ist denn jetzt hier draußen? Was ist denn mit den anderen Dingern hier? Geht da gar nichts, oder? Keine Hohlräume hier. Mhm. Dann sind sie wahrscheinlich hinter der zweiten auch nicht. Oder hinter der dritten. Das klingt ziemlich solide. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Was haben wir hier Schönes?
Nur den Mechanismus? Oder? Der Türmechanismus ist Schrott. Da könnte nur ein Schmied oder Ingenieur noch etwas retten. Mann, habe ich die Türe aber gründlich ruiniert. Naja, hast ja auch ordentlich da drauf gekloppt. Ich meine, eigentlich hast du es herausgerissen. Naja, das war zu erwarten, dass ich da runter muss. Oh, hier kann ich gucken erst. Das ist ein Riss in der Wand. Durch ihn schimmert ein wenig Tageslicht herein. Tageslicht? Wir sind hier unter der Erde. Wie kann denn da Tageslicht reinschimmern? Immer erst gucken. Wenn man Löcher sieht, immer erst... Am Anfang war das Ende. Hä? Mit einem Ende durch unser Feinde Hand begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das Ende unserer Feinde wird unseren Neubeginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Ja. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... Also, dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? ...eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmarn zu beschützen, als die Haschaschin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Haschaschin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich. Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor. Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung. Wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle. Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Na ja,
Da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran. Und sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquet war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ohren dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht... Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Wow. Okay. Gut, dass ich erst durch das Loch geguckt habe. Ich denke, wenn ich hier langgelaufen wäre als erstes, dann hätte ich unter Umständen Probleme bekommen. Was ist denn hier? Wasser. Ich kann Wasser angucken. Applaus! Das Wasser scheint zu einem unterirdischen Fluss oder so etwas zu gehören. Sag ich doch. Es war doch viel zu tief, um zu den Katakomben zu gehören. Was haben wir hier? Das Dreibein. Jede Wette. Ah. Die Füße des Dreibeins passen genau in drei Kerben oben auf dem Steinblock. Ja, und was könnte man jetzt noch weiter tun? Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Und jeder Strahl sucht sich einen Buchstaben aus. Von links nach rechts steht dort M-A-R-I-B. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. Wieder in Nikos Apartment. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neo-Templer sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Sondern? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Warum? Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Lalala, oh, alles weg. Nun gut, diesmal werde ich wenigstens nicht zurückgelassen, ohne zu wissen, wo ich hin muss. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Ja, dafür gibt's Flugzeuge. Hallo? Dann fliegen wir noch schnell nach Syrien. Einige Stunden später. Und dann verabschiede ich mich hier von euch. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht ohnehin schon längst getan habt.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.